und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, Drucksache 19/5273, 7 Minuten und 30 Sekunden Redezeit. Es eröffnet die Aussprache. Nein, die Einbringung kommt durch den Herrn Kollegen Bauer. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Woche nach der Bundestagswahl und rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl legen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dem Hessischen Landtag ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes vor. In unserem demokratischen Rechtsstaat gelten die bekannten Wahlrechtsgrundsätze. Die Wahl ist allgemein, sie ist unmittelbar, sie ist frei und sie ist auch geheim. Und sie ist gleich. Das heißt, jede Stimme hat den gleichen Zähl- und Erfolgswert. Und damit wären wir schon beim eigentlichen Thema. Der Gleichheitsgrundsatz ist nämlich auch bei der technischen Gestaltung der Wahl, vor allem also auch bei der Einteilung der Wahlkreise, zu beachten. Meine Damen und Herren, wenn ich es einmal ganz praktisch mache und mich hier im Rund umschaue, dann haben wir verschiedenste Gründe für diese Gesetzesänderung. Zum einen, wie benannt, demokratietheoretisch. Verfassungsrechtliche Vorgaben sind einzuhalten. Aber auch im Sinne des Gleichheitsaspektes sind Änderungen und Anpassungen notwendig. Vergleichen Sie z. B. einmal die Situation. Unter welchen Voraussetzungen haben Sie die Möglichkeit, hier Abgeordneter im Hessischen Landtag zu werden? Ich glaube, wir müssten uns einig sein, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben müssten, ein solches Mandat zu erringen. Und wenn Sie sich das anschauen, alle müssen die gleichen Chancen haben. Und die Wähler, die Sie legitimieren, müssen auch die gleichen Stimmäquivalente auf die Waagschale bringen, damit Sie Ihren Abgeordneten wählen und legitimieren können. Dann ist es schon entscheidend, ob ich beispielsweise den Wahlkreis Rothenburg vertrete, wie die Kollegin Lena Arnold, mit 56.700 Wahlberechtigten, oder wie der Kollege Gerhard Merz z. B. in Gießen mit über 102.000 Wahlberechtigten. Und an diesen beiden Unterschieden merkt man schon, dass die Wahlkreiseinteilung schon etwas damit zu tun hat, wie eine entsprechende Wahl entsprechend auch dargestellt und ausgestaltet werden muss. Der Durchschnittswahlkreis, meine Damen und Herren, hat 80.000 Wählerinnen und Wähler. Und die Abweichungen von -28,8% bis hin zu +28,9% sind nicht hinnehmbar. Und deshalb ist eine gesetzliche Anpassung notwendig, meine Damen und Herren. Nicht ungeachtet sollte man auch die Möglichkeit belassen, dass Wahlkreise ein Stück weit erfahrbar sein müssen. Und die entsprechenden Größenverhältnisse spielen auch eine Rolle. Wenn ich meinen Kollegen Kurt Wiegel mit dem Vogelsberg vor Augen führe, dann spielt es auch eine Rolle, wie die entsprechenden Zuschnitte der Wahlkreise sind. Also es gibt verschiedenste Aspekte, die bei der Ausgestaltung der Wahlkreise notwendig sind. Warum ist es notwendig, meine Damen und Herren? Niemand macht das ohne Not heraus, aus der Not heraus, sondern wir haben die demografische Entwicklung zu berücksichtigen. Sie führt mit den Jahren dazu, dass wir einen Bevölkerungsrückgang in Nordhessen haben und dass dadurch auch durch die Bevölkerungszunahme Südhessen objektiv nachweisbare Ungleichgewichte entstehen. Schon im Rahmen der Enquetekommission Demografischer Wandel wurde 2005 festgestellt für die Kreise Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg, dass es hier Bevölkerungsrückgänge gibt von bis zu 9%. Und so ist es denn auch gekommen. Das heißt, man hat jetzt schon die Notwendigkeit erkannt oder auch sehen können, dass man hier entsprechende Handlungsoptionen auf den Weg bringen muss. Die Extreme habe ich bereits genannt. Wir haben insgesamt 8 Wahlkreise bei den 55, wo aus mathematischen Erwägungen heraus diese Grenze, die der Deutsche Bundestag z.B. für die Einteilung von Wahlkreisen hat, von 25% über- oder unterschritten wird. 25% ist das Maß an Abweichung, wie sie von mehreren Bundesländern und vor allem auch vom Bund als Grenze festgelegt wird, von der ab eine Neubegrenzung oder Neuabgrenzung vorgeschrieben ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 1990 ausgeführt, ich darf zitieren, Zitat, das Wahlrecht ist eine äußerst sensible Materie. Verfassungsverletzungen können hier auch nur für einen vorübergehenden Zeitraum grundsätzlich nicht hingenommen werden. Zitat Ende. Wir alle haben daher ein Interesse daran, dass die kommende Landtagswahl nicht angefochten wird. Und wir haben uns deshalb entschlossen, insgesamt die entsprechenden Wahlkreise neu zuzuschneiden, um Rechtssicherheit zu schaffen für die Durchführung einer Landtagswahl im nächsten Jahr. Das ist das entscheidende Ziel, Rechtssicherheit und Klarheit zu schaffen. 2005 wurde schon einmal so verfahren. Damals verlor die Landeshauptstadt einen Wahlkreis an den Wetteraukreis. Und man hatte damals auch den Maßstab von 25% zugrunde gelegt. Wir haben uns an der Zahl der wahlberechtigten deutschen Bevölkerung über 18 Jahren orientiert. Sie sind es auch, die den Landtag in Hessen tatsächlich wählen. In manchen Fällen ist die Neuordnung durchaus innerhalb der gewachsenen historischen Kreisgrenzen möglich. Das ist nicht immer der Fall. So wird z. B. in Lichtenfels innerhalb des Kreises Waldeck-Frankenberg und Heidenroth
innerhalb des Rheingau-Taunus-Kreises verschoben. Andernorts kann man das nicht so einfach gestalten. Laubach wandert vom Landkreis Gießen zum Vogelsberg, und in meinem eigenen bisherigen Wahlkreis wird die Gemeinde Groß-Rohrheim von Bergstraße in den Kreis Groß-Gerau verschoben. Meine Damen und Herren, unter sorgfältiger Abwägung der Argumente sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass im Sinne einer absoluten Rechtssicherheit eine gesetzliche Änderung notwendig ist, und zwar aus mathematischen Erwägungen heraus notwendig ist. Wir wollen sie auch zeitnah herbeiführen, um die entsprechenden Vorlaufzeiten zu haben für die entsprechenden Nominierungsverfahren zu haben. Deshalb muss diese Änderung jetzt erfolgen. Sie ist in der Gesamtschau notwendig, sachlich geboten, und in der vorliegenden Form unterbreiten wir Ihnen einen pragmatischen Vorschlag, der eine entsprechende Rechtssicherheit schafft. Für eine grundlegende Befassung mit dem Landtagswahlgesetz sollten sich nach unserer Auffassung in der nächsten Wahlperiode alle Fraktionen auf einen gemeinsamen Weg begeben. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abg. Rudolph für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 25. April dieses Jahres hat der hessische Innenminister die Fraktion des Landtages nachrichtlich die Landesverbände angeschrieben und mitgeteilt, aufgrund der Veränderung, Kollege Bauer hat es dargestellt, in der Demografie besteht Handlungsbedarf bei der Neuordnung der Wahlkreise. Das wird nicht bestritten. Er führt dann aus, dass man keine aktuellen Zahlen hat, sondern die Wahlberechtigten bis zum 31.12.2015 ermitteln kann. Ich rege vor diesem Hintergrund an, eine Neuabgrenzung der hessischen Landtagswahlkreise auf der Basis der aktuellen Zahlen in der neuen Wahlperiode anzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das haben wir als Fraktionen alle entgegengenommen. Wir teilen diese Auffassung. Eine Wahlkreisreform macht man sorgfältig und gründlich und nicht in einem Hauruck-Verfahren nach politischen Gefälligkeiten. Innenminister Beuth. Dann gibt es ein Schreiben der FDP-Fraktion des Landesverbandes aus dem Juni, wo man sagt, die Nichtanpassung der Wahlkreise ist nach unserer rechtlichen Einschätzung verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft. Das wurde dann als Begründung herangeführt, es gibt Handlungsbedarf. Sie machen sonst auch nicht alles, was Oppositionsparteien machen. Also, das wäre allein für mich jetzt, das wäre allein für mich jetzt auch eine Begründung. Ich will dann hinzufügen, es gab ein informelles Gespräch unseres Fraktionsvorsitzenden mit dem Ministerpräsidenten, wo erste Vorschläge unterbreitet wurden. Die Verabredung war, wir schauen uns das in Ruhe an, diskutieren in der Fraktion und besprechen das weitere Verfahren. Und dann meinte der Kollege Arnold in der Fuldaer Zeitung, sich auf einer Seite zu dem Thema auszulassen. Danach haben wir uns auch öffentlich erklärt, weil der Ministerpräsident etwas anderes behauptet, wer welche Absprachen getroffen hat, um das einmal sehr deutlich zu sagen. Und deswegen haben wir auch eine öffentliche Diskussion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister, Sie sagen, es gibt keine aktuellen Zahlen. Wir sollen in dem Gesetzentwurf, den übrigens Sie im Innenministerium 1:1 geschrieben haben, außer den beiden Unterschriften der Fraktionsvorsitzenden findet sich nichts von den Fraktionen, bin ich relativ sicher. Wenn ich das Gegenteil sage, bin ich bereit, mich zu entschuldigen, weil das machen Sie permanent. Die Anzahl der Wahlberechtigten übrigens konnten wir zuletzt am 24. September 2017 bei der Bundestagswahl feststellen, weil da muss es ein Wählerverzeichnis geben, und für die Bundestagswahl gelten die gleichen rechtlichen Voraussetzungen wie die Landtagswahl. Und deswegen sollen wir über einen Gesetzentwurf entscheiden, der auf der Basisdaten von 2015 zurückführt. 2,5 Jahre alte Daten machen Sie zum Maßstab und der Begründung für die Änderung der Wahlkreise. Dies halten wir in der Tat für rechtlich höchst problematisch, Herr Innenminister. Für rechtlich höchst problematisch. Und Herr Kollege Bauer, ich habe mich sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das eine. In Hessen gibt es keine Normierung, wie die Abweichung bei Wahlkreisen gemacht wird. Das müssen wir sicherlich dann regeln. Aber Sie sollten sich auch einmal die Entscheidung des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen vom 14.06.2006 anschauen. Da wird nämlich etwas gesagt, dass man in Hessen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht einfach übertragen kann, wo es um den Zuschnitt der Wahlkreise geht. Diese Entscheidung, dieser Beschluss des Hessischen Staatsgerichtshofs ist Ihnen augenscheinlich nicht bekannt. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, sich darüber sachkundig zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf,
möglichst nicht über Landkreisgrenzen gehen. Sie haben das Beispiel Großrohrheim genannt. Ja, wir könnten ihn als Alternative einbieten. Wir machen eine Veränderung im Landkreis Bergstraße. Dann brauchen Sie nicht zu wechseln. Wir könnten ihn anbieten, für den Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht die Gemeinde Lichtenfeld, sondern Hatzfeld zu nehmen, Edertal zu nehmen, weil die macht eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit Wildung und anderen Kommunen. Sie schaffen nämlich dann Veränderungen, wo Kommunen jetzt interkommunal zusammenarbeiten. Sie haben andere Zuständigkeiten. Ich könnte die Gemeinde Alterfeld nehmen. Da gibt es vielleicht den Grund, dass die CDU bessere Wahlergebnisse erzielt, damit der Wahlkreis dann direkt von der CDU gewonnen werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sind das sachliche Argumente? Ich könnte das Beispiel der Gemeinde Nieste nehmen. Den Entwurf, den wir bekommen haben, da stand die Gemeinde Helsa drin. Und jetzt haben Sie einen Entwurf vorgelegt, dass die Gemeinde Nieste in den Teil Eschwege wechseln soll. Jetzt könnte ich sagen, möglicherweise hat das damit zu tun, dass der Parteivorsitzende der CDU im Landkreis Kassel in Helsa wohnt und gerne seine Gemeinde im Wahlkreis hätte. Das könnte sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann aber keine Begründung. Das kann keine Begründung für die Änderung der Wahlkreise in diesem Punkt sein. Herr Innenminister, warum schreiben Sie am 25. April dieses Jahres die Fraktionen und die Landesverbände an und sagen, wir machen das in einem geordneten Verfahren in der neuen Wahlperiode? Warum ändern Sie Ihre Position? Wir haben nicht nur Handlungsbedarf in den von Ihnen genannten Bereichen. Schauen Sie sich einmal die Entwicklung der Wahlkreise an in der Stadt Frankfurt, in der Stadt Wiesbaden, in Main-Kinzig-Kreis und in der Bergstraße. Und schauen Sie sich einmal die Entwicklung an. Ich könnte Ihnen das an Zahlen vortragen, was sich in den letzten 2,5 Jahren getan hat. Für die Wahlkreise in Main-Kinzig-Kreis, zumindest für zwei, für das in anderen Wahlkreisen. Ich könnte für den Rheingau-Taunus, auch in Ihrem Wahlkreis gibt es Veränderungen seit der letzten Wahl, weil natürlich in der Tat im Ballungsraum wir andere Veränderungsströme als im ländlichen Raum haben. Und deswegen muss man eine Wahlkreisreform sorgfältig angehen und kann die nicht nach kleinem parteipolitischen Karo machen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das schon mehr als bedenklich. Und die Reaktionen aus den betroffenen Kommunen zeigen, hier werden Verwaltungseinheiten auseinandergerissen, Zuständigkeiten gehen auf andere Landkreise oder Gebietskörperschaften über. Und gerade auf Landesebene gibt es natürlich viele Berührungspunkte zwischen Kommunen, Städten, Landkreisen, Ansprechpartner. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, um das einmal sehr deutlich zu machen, das hat unser Fraktionsvorsitzender auch dem Ministerpräsidenten gesagt, wir sehen Handlungsbedarf aufgrund der Zahlen, die da sind. Das ist so. Das war übrigens im Jahr 2005 auch der Fall. Damals gab es für Frankfurt einen Wahlkreis mehr. Wenn ich mir die Entwicklung der Zahlen anschaue, müsste eigentlich Wiesbaden wieder einen Wahlkreis zurückkommen und Frankfurt einen weniger. Das ist auch ein Punkt, über den man ernsthaft reden muss, weil die wahlberechtigte Bevölkerung ist etwas anderes als der Anteil der gesamten Bevölkerung, weil da gibt es eine klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wer wahlberechtigt ist. Und noch einmal, Herr Innenminister, warum legen Sie keine Zahlen etwa zum 30.06.2017 vor? Sie brauchen nur die Zahlen aus dem Wahlverzeichnis zur Bundestagswahl zu addieren, bringen sie in die Landtagswahlkreise ein, und dann haben wir ein verlässliches Datenmaterial zum heutigen Zeitpunkt und nicht aus dem Jahre 2015. Dies halten wir für äußerst problematisch, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Trotz der vielen handwerklichen Fehler, auch inhaltlichen Fehler, sind wir bereit zum Dialog. Wir werden das im Innenausschuss zu beraten haben. Wir werden auch eine Anhörung dafür verlangen. Und wir bieten auch ausdrücklich an, dass wir das gemeinsam in diesem Hause machen. Aber für eine umfassende Wahlkreisreform brauchen Sie auch entsprechenden Vorlauf. Die Parteien haben schon partiell Kandidaten nominiert. Das macht man auch nicht so kurz vor einem Wahltermin. Da brauchen Sie ja länger Zeit. Ich will aber auch sehr deutlich sagen, wenn Sie schon Angst haben, dass die FDP sagt, das ist verfassungsrechtlich problematisch, und Sie sagen, das muss man rechtssicher machen, dann darf ich Ihnen auch für die SPD-Fraktion sagen, ja, wir werden das rechtlich überprüfen. Wir werden auch nicht scheuen, möglicherweise vor das Verfassungsgericht zu gehen. Weil das lassen wir Ihnen an der Stelle nicht durchgehen, kurzfristige Dinge zu treffen, wo ein größerer Handlungsbedarf besteht. Das Angebot, gemeinsam in diesem Landtag etwas zu machen, was tragfähig auch über eine Wahlperiode hinausgeht, steht. Es liegt an Ihnen, dieses Angebot anzunehmen. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Dorn für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrter Herr Rudolph, wenn Sie ein Angebot machen möchten, dann hätte ich mir gewünscht, dass wir hier ein bisschen ruhiger und sachlicher debattieren, weil ein Angebot zu machen und gleichzeitig andere zu beschimpfen, ist ein wenig schwierig. Gehen wir einmal den Prozess durch. Sie haben es ja selbst gerade angesprochen, Herr Kollege Rudolph. Es gab einen Brief vom Innenminister an alle Fraktionen. Es gab den Versuch, es gemeinsam, ja, aber so wie Sie es darstellen, wirkt es anders. Es gab den Versuch, und ich finde einen sehr löblichen Versuch, es gemeinsam zu überlegen, wie geht man am besten vor. Das ist sozusagen die erste Grundlage gewesen. Und Sie haben auch zitiert, dass dort gesagt worden ist, es wird nicht als zwingend angesehen, die Wahlrechtsreform, aber es gibt sozusagen Gründe, die auch dafür sprechen und welche, die dagegen sprechen. Und es wurde umfassend geprüft. Und dann hat die FDP-Fraktion Bedenken angemeldet. Die FDP-Fraktion hat die Bedenken angemeldet. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass eine Wahlanfechtung in diesem Fall schwierig wäre. Deswegen haben wir als Koalition gesagt, gut, da müssen wir verantwortlich mit umgehen, wenn es Bedenken von der Opposition gibt. Warum? Da lachen Sie. Sie lachen tatsächlich, wenn wir versuchen, einen gemeinsamen Weg zu gehen und die Opposition Bedenken angeht. Es ist schon traurig, wie Sie hier vorgehen. Jetzt haben wir, der nächste Punkt, einen Vorschlag gemacht, lieber Kollege Rudolph, einen Vorschlag, wie man diesen Bedenken entgegenkommen könnte, die die FDP aufgebracht hat. Es liegt jetzt ein Vorschlag vor, in einer ersten Lesung. Dieser Vorschlag ist nach sachlichen Kriterien gemacht. Und ja, ich versuche nämlich hier das ganz ruhig mal vorzutragen, damit alle mal wieder wissen, um was es geht, und zu zeigen, Herr Kollege Schmidt, dass es hier dauernd den Versuch gab, sich gemeinsam miteinander zu entscheiden. Es wurde also jetzt ein Frau Kollegin, gestatten Sie Zwischenfragen? Ich würde gerne meine Gedanken noch ausführen, im Moment nicht. So, dann gab es den Versuch, unseren ersten Entwurf haben wir jetzt vorgelegt. Das ist ein Vorschlag, wie man den Problemen begegnen kann. Die Probleme, die die FDP gesehen hat, haben einen Vorschlag gemacht. Das ist ja genau der Punkt, dass wir gesagt haben, es ist eine schwierige rechtliche Situation. Es ist nicht zwingend, aber Sie wissen ihn selber, Jurist, Herr Kollege Hahn. Die Frage ist doch, Sie hatten Bedenken. Sie haben gesagt, Sie haben Bedenken dagegen, und wir gehen auf diese Bedenken ein. Weil wir wollen nicht, dass wir am Ende eine Wahlanfechtung gibt. So, deswegen haben wir einen Vorschlag gemacht. Und Sie können gerne, liebe Kollegen von der SPD, einen Gegenvorschlag machen. Wir sind mitten im Gesetzesverfahren. Es liegt jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch. Dann verhalten Sie sich dazu. Aber Sie müssen natürlich den Vorschlag auch anhand von sachlichen Kriterien vorlegen, genau wie wir es auch getan haben. Wenn Sie einen besseren Vorschlag haben, dann bringen Sie doch den besseren Vorschlag. Sich aber hinzustellen, wo es ein Bemühen gab, alle mitzunehmen und die dann zu beschimpfen, das geht überhaupt nicht. Und, Herr Kollege Rudolph, einen Punkt möchte ich bei Ihnen noch einmal korrigieren. Sie haben gesagt, es wäre ja kein Unterschied zwischen Bund und Land. Man könnte einfach die Daten nehmen. Nein, die Definition der Wahlberechtigten zwischen Bund und Land ist ja auch unterschiedlich. Insofern gibt es schon hier Punkte, die man beachten muss. Und deswegen ist das Verfahren nicht ganz trivial. Deswegen haben wir jetzt einen Vorschlag gemacht. Dann bitte, Sie haben etwas vorliegen, machen Sie Änderungsvorschläge, aber hören Sie auf, hier immer nur Krawall zu machen, der uns nicht weiterbringt. Das Wort hat Herr Kollege Augenblick mal. Wir haben ja Open End heute, wir haben Zeit ohne Ende. Herr Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Überraschungsgesetz, so will ich es einmal nennen, das uns heute vorliegt, die Änderung des Landtagswahlgesetzes, ist nichts anderes als das Sinnbild der Verpenntheit des hessischen Innenministers. So will ich das einmal auf den Punkt bringen. Ja, weil er ist dafür verantwortlich, Herr Boddenberg,
rechtzeitig, er und die Koalition sind dafür verantwortlich, rechtzeitig einen Diskussionsprozess anzustoßen, an dem sich alle Fraktionen hier im Hause auch beteiligen und einbringen können. Und das ist doch mitnichten der Fall. Der Kollege Rudolph hat es doch beschrieben. So, wir haben im April eine Mitteilung bekommen vom Innenminister diesen Jahres, ein Schreiben genau des Innenministers, und ich habe dann und ich habe dann hier im Hause nachgefragt, Frau Dorn, Sie waren dabei, was denn damit jetzt es auf sich hat. Und unisono wurde mir erklärt, das hat gar nichts zu bedeuten, weil in dieser Legislaturperiode, das dient nur zur Information, dass in dieser Legislaturperiode keine Änderungen vorgesehen seien. Sie waren dabei. Gunter Rudolph nickt auch. Ja. In der PGF-Runde kann ich mich noch gut daran erinnern, das war die Aussage. So, wenige Wochen danach oder wenige Monate danach bringen die Fraktionen ein Gesetz ein, in dem sie sozusagen aus der Not geboren, dann, und der Kollege Bauer hat es ja ausgeführt, da aus Interesse an der Rechtssicherheit, weil man die Gefahr umgehen will oder ich weiß nicht, ob man sie tatsächlich umgeht, dass es Anfechtung der Landtagswahl gibt, jetzt aus der Not geboren einen solchen Entwurf vorlegt, der aber wirklich nur sozusagen das Notwendigste verändert. Nun haben wir in den hessischen Gesetzen keine 25%-Grenze, sondern die gibt es im Bundestag, die gibt es in anderen Bundesländern, wo die Zahl der Wahlberechtigten nicht überschritten werden darf in den Wahlkreisen. So. Sie haben jetzt diese 25% zugrunde gelegt und schlagen Änderungen nur bei 8 Wahlkreisen vor. Nur bei 8 Wahlkreisen vor. Also im Wahlkreis 42 zum Beispiel, Main-Kinzig, bleibt es, weil das unverändert, dass 24,6% der Wahlberechtigten mehr in diesem Wahlkreis sind. Also die sind halt knapp unter den 25%. Ob das sinnvoll, ob das notwendig ist, wie auch immer, ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt hier mindestens noch 8 Wahlkreise, die in der Zone zwischen 20% und 25% drüber und drunter sind. Also man muss das grundlegend angehen, und diese Möglichkeit ist uns nun genommen. Jetzt finde ich es ja besonders spannend, Frau Dorn, dass Sie der FDP die Schuld zuschieben, deren Landesvorsitzender in einem Schreiben wohl darauf hingewiesen hat. Und das hat, so kommt es bei mir an, dann sozusagen das Innenministerium und den Innenminister erst einmal in Trab gesetzt und letztendlich auch dann die Fraktionen. Sonst wären wir ja gar nicht zu dem Gesetz gekommen. Weil das ist ja die Begründung. Ja? So, nun muss ich natürlich sagen, also ich finde es schon ein bisschen schoflich. Ja, ich bin ja weit davon entfernt, die FDP in Schutz zu nehmen, Frau Dorn. Aber an dieser Stelle muss ich mich doch schützend vor die FDP stellen und kann doch nicht hergehen und sagen, so wie Sie, na ja, weil die den Brief geschrieben haben und jetzt rechtliche Bedenken aufgetaucht sind, haben wir den Gesetzentwurf eingebracht. Ja, wo sind wir denn hier? Ja? So, wessen Aufgabe ist es, dies zu überwachen und rechtzeitig hier eine Vorlage vorzulegen? Das ist die Aufgabe der Landesregierung und niemand anders. So. Und das schaffen Sie einfach nicht. Und die Bedenken sind groß. Und deswegen sage ich es noch einmal. Das ist die Verpenntheit des Innenministers, weil er ist in der Verantwortung dafür, rechtzeitig, und das heißt 2 bis 3 Jahre vor einer Landtagswahl. Das heißt, so rechtzeitig vor einer Landtagswahl, dass Nominierungen noch nicht eingeleitet werden. Ja, wir haben doch alle unsere Wahlkreiskonferenzen schon in Vorbereitung, wenn nicht gar durchgeführt für die Landtagswahlen. So, fangen wir jetzt da wieder von vorne an, wenn das Gesetz beschlossen ist, meine Damen und Herren. Das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Ja? So, und insofern sage ich es noch einmal. Es geht uns als LINKE darum, dass man hier nicht ein Gesetz macht, das sozusagen eine Halbwertszeit von einem Jahr hat. Sie haben es ja selber angesprochen. Ja? Nach der Landtagswahl, also in einem Jahr,
können wir uns dann zusammensetzen und eine grundlegende Diskussion führen. Die hätten wir vorher führen müssen, sage ich noch einmal an dieser Stelle. Das wäre die Aufgabe. Unser Ziel ist es nach wie vor. Das können wir jetzt nicht mehr ändern, das können wir jetzt alles nicht mehr reparieren. Aber das Ziel muss es sein, tatsächlich gleiche Verhältnisse in den Wahlkreisen herzustellen. Ich weiß, das ist schwierig. Ich weiß, das ist noch schwieriger unter Berücksichtigung von Kreisgrenzen und von Stadtgrenzen, wenn man die einhalten will. Das ist auch derzeit nicht bei allen Wahlkreisen in Hessen so. Da muss man aber gemeinsam dran gehen und nicht sozusagen die Opposition damit überraschen, dass man hier ein schnelles Gesetz auf den Weg bringen muss. Nochmals, Herr Minister, fangen Sie das nächste Mal früher an. Das Wort hat Herr Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, es war gut, dass ich gewartet habe, bis die anderen Fraktionen dazu gesprochen haben und mir angehört habe, was hier alles vorgetragen wird. Man kann in der Tat feststellen, dass zur Genese dieses Gesetzentwurfs hier viel Buntes oder, wenn man die Rede von Frau Dorn gehört hat, viel Grünes an seltsamen Theorien im Umlauf ist. Es scheint mir schon notwendig, die Fakten einmal in aller gebotenen Kürze hier im Plenum des Hessischen Landtags zusammenfassen, auch um Legendenbildung, wie sie anscheinend gerne betrieben wird, vorzubeugen. Ende April dieses Jahres hat sich der Innenminister an die im Landtag vertretenen Fraktionen und nachrichtlich an die Parteien gewandt. Und er hat in seinem Schreiben auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hingewiesen, wonach es verfassungsrechtlich erforderlich ist, dass die Wahlkreise bei Wahlen zu Volksvertretungen möglichst gleich groß sein müssen. Dieses Erfordernis ergibt sich auch für jeden juristisch unerfahrenen Zuhörer recht offensichtlich aus dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl, wonach die Stimme jedes Wahlberechtigten den gleichen Zählwert und die gleiche Gewichtung, die gleiche Erfolgschance haben muss. Diese Gleichheit des Stimmgewichts, und das ist ein Fakt, der sich nicht leugnen lässt und im Übrigen auch Gegenstand der Feststellung des Innenministeriums gewesen ist, ist in Hessen durch die demografische Entwicklung derzeit schlicht nicht mehr gewährleistet. Das Bundesverfassungsgericht hat klar festgelegt, dass sich hieraus die Verpflichtung des Gesetzgebers ableitet, die Einteilung der Wahlkreise regelmäßig zu überprüfen und erforderlichenfalls zu korrigieren. Und dazu bedient sich der Gesetzgeber auf allen Ebenen traditionell der Landesregierungen und der Regierungen, deren Apparat, die ja natürlich gerade in Person des Verfassungsministers dafür zuständig ist, für die Einhaltung der Verfassung zu sorgen. Bezüglich der Toleranzspanne, die beispielsweise aus historischen oder aus regionalen Gegebenheiten Abweichungen erlaubt, sind verfassungsgerichtlich auch klare Vorgaben gesetzt. Es ist für jeden klar, dass nicht alle Wahlkreise hundertprozentig gleich groß sein können. Eine Einteilung in absolut gleich große Wahlkreise ist wegen der natürlichen Schwankungen auch der Bevölkerungszahl nicht möglich. Ursprünglich hatte das Bundesverfassungsgericht eine Über- oder Unterschreitung von bis zu einem Drittel, also 33 1/3 %, für zulässig erachtet. Seit das Bundeswahlgesetz vorschreibt, dass es bei einer Abweichung von einem Viertel, also plus minus 25 %, eine neue Einteilung geben muss, haben sich auch die Verfassungsgerichte daran orientiert, und zwar sowohl das Bundesverfassungsgericht wie auch die Länderverfassungsgerichte, ohne dass die Grenze explizit festgelegt worden wäre. Wie unschwer zu erkennen ist, werden diese Vorgaben in Hessen teilweise recht deutlich über- oder unterschritten. Und damit besteht ein ganz erhebliches Risiko mit Blick auf die Entwicklung der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte in den letzten Jahren, dass die Wahlkreiseinteilung einer gerichtlichen Überprüfung derzeit nicht standhalten würde. Und hierfür spricht auch, dass fast alle anderen Flächenländer, die hierzu eine Vorgabe bereits statuiert haben, festgelegt haben, zwischen plus minus 20 oder plus minus 25 % zu tolerieren, aber nicht mehr. Es ergibt sich also ein klarer verfassungsrechtlicher Auftrag aus der Rechtsprechung,
auch mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr. Es muss eine entsprechende Anpassung der Wahlkreise gemacht werden. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Rudolph hat sich beschwert, dass die Zahlen zu alt sind. Aber ich sage einmal umgekehrt, mindestens seit 2015 weiß diese Landesregierung, dass dem so ist. Übrigens dürfte man festhalten, wenn man die Zahlen von 2015 nimmt, heute dürften die Abweichungen mit Blick auf den starken Zuzug im Ballungsraum eher noch größer sein als im Jahr 2015. Also ist die Angelegenheit noch dringlicher geworden. Und was müssen wir feststellen? Wie so oft, wenn es um wichtige Dinge geht, Frau Dorn, Sie machen lieber den Kram, der Ihnen wichtig ist. Aber das, was Hausaufgaben sind, wird nicht erledigt. Die Landesregierung hat seit 2015 nichts getan, um diesen Zustand zu bereinigen. Stattdessen hat Minister Beuth, jetzt sagte schon Verfassungsminister, mit seinem Schreiben offenbar abprüfen wollen, wie die im Landtag vertretenen Parteien die Sachen bewerten. Man könnte so etwas auch so bewerten, dass er das Vorgehen gewählt hat, um für die Handhabung gefeit zu sein, wo kein Kläger, da kein Richter. Man könnte vielleicht sogar unterstellen, er habe nur alle Parteien bösgläubig im juristischen Sinne machen wollen, falls denn doch etwas schief geht oder eine sich im Landtag vertretene Partei beschwert oder gar vor Gericht zieht. Es haben ja alle gewusst und stillschweigend mitgetragen. Frau Dorn hat es anscheinend nicht gewusst. Sie wackelt so deutlich mit dem Kopf. Ich weiß nicht, warum. Aber wenn man die Rede gehört hat, Frau Dorn, dann kann man sich in der Tat nur wundern. Ich habe vorhin auch mit dem Kopf geschüttelt. Das räume ich Ihnen ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir konnten das als Freie Demokraten so nicht mittragen. Wie bereits dargestellt, steht dem nämlich schlicht und ergreifend Verfassungsrecht entgegen. Deswegen heißt es in unserem Brief an den Minister, den wir dann natürlich in Beantwortung seines Schreibens geschrieben haben, gerade vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen, insbesondere zu der Abkehr des Bundesverfassungsgerichts von der Plus-Minus-33-Ein-Drittel-Regelung, ist es für uns allerdings nicht nachvollziehbar, wie Sie angesichts der Faktenlage zu dem Vorschlag kommen, keine Anpassung vor der Landtagswahl im Jahr 2018 vorzunehmen. Sie weisen zu Recht darauf hin, dass es in Hessen keine gesetzgeberische Entscheidung hinsichtlich einer verpflichtenden Grenze zur Neuabgrenzung der Wahlkreise gibt, wie es in den meisten anderen Bundesländern der Fall ist. Das wurde dann noch näher ausgeführt und begründet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, daraus ergibt sich, dass im schlimmsten Fall die Wahl rechtlich angreifbar wäre. Stellen Sie sich vor, irgendeine verfassungsfeindliche oder verfassungsgemäße, ganz egal welche Partei, die bei der nächsten Landtagswahl mit Kandidaten antritt und scheitert, strebt eine gerichtliche Überprüfung des Wahlergebnisses an, weil die Wahlkreise unterschiedlich groß waren. Dann wird die Wahl im schlimmsten Fall für ungültig erklärt. Und das wollten Sie offensichtlich billigend in Kauf nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sagen, so eine Flanke dürfen wir alle nicht bieten, gerade auch wenn wir an die Wahlergebnisse des letzten Sonntags denken. Wenn irgendetwas daran nicht zutrifft, Herr Minister, nehme ich gerne Ihre Klarstellung entgegen. Aber derzeit ist das die Lage. Und deswegen zusammenfassend, auch wir Freien Demokraten sind alles andere als begeistert davon, dass diese Neuregelung so kurz vor der Landtagswahl kommt. Auch bei uns wurden schon die ersten Versammlungen zur Wahl der Direktkandidaten geplant oder abgehalten. Das muss man jetzt alles verschieben. Der einzige Grund ist, dass der Verfassungsminister, der Innenminister eine verfassungsrechtliche notwendige Neuregelung schlicht mit der gesamten Landesregierung verschlafen hat. Ich komme zum Schluss und will nur abschließend sagen, die Änderung ist zwingend notwendig. Die Kritik der SPD verstehe ich teilweise, denn eine ordentliche Neuregelung hätte einen entsprechenden Vorlauf gebraucht. Die nunmehr entworfene Regelung wird wenigstens dazu führen, dass die nächste Wahl nicht anfechtbar ist, jedenfalls nicht wegen der Einteilung der Wahlkreise. Schon für die übernächste Wahl brauchen wir dann eine Neuregelung, und zwar eine, die ordentlich vorbereitet und auch breit diskutiert ist. Also können wir uns darauf einstimmen, Frau Dorn, nach der nächsten Landtagswahl wird es eine Neuregelung wieder geben müssen. Eine Ablehnung kommt aus unserer Sicht aus den dargelegten verfassungsrechtlichen Gründen nicht in Betracht. Aber den Murks, den Sie hier vorgelegt haben, diesen Schnellschuss, werden wir auch nicht unterstützen. Wir werden uns enthalten. Ihre Untätigkeit müssen Sie jetzt auch selbst reparieren. Das Wort hat der Herr Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die Wahlkreise in Hessen haben bekanntlich eine hohe Kontinuität. Die Zusammensetzung der Wahlkreise haben eine hohe Kontinuität über die vergangenen Jahre. Nur ganz wenige Eingriffe in die Veränderung der Wahlkreise hat es gegeben, zuletzt 2005. Der eine oder andere erinnert sich daran. Maßstab für die Größe der Wahlkreise sind die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahre. Und die werden vom Statistischen Landesamt, ich kann es nicht ändern, abschließend festgestellt. Und die letzte Feststellung des Statistischen Landesamtes ist vom 31.12.2015. Weil die Bundesländer, und zwar ist das keine Frage, die das Statistische Landesamt hier bei uns in Hessen betrifft, sondern es sind alle Bundesländer, alle statistischen Bundesländer kommen nicht dazu, die Abschlüsse für das Jahr 2016 hinzubekommen. Ich kann das sozusagen von mir aus nicht ändern. Ich kann ja nur entgegennehmen, welche Zahlen es gibt. Und mit denen müssen wir am Ende hier zurechtkommen. Um am Ende rechtssicher zu sein, kann ich auch nicht hingehen zu sagen, es gibt jetzt irgendeine Erhebung, die gemacht worden ist auf Basis eines anderen Gesetzes, nämlich des Bundeswahlgesetzes. Dort ist die Bevölkerungszahl sozusagen oder die Wahlberechtigtenzahl festgestellt worden, aber eben nach den Regeln des Bundeswahlgesetzes und nicht nach dem des Landeswahlgesetzes. Und insofern müssen wir uns darauf stützen, dass wir die Zahlen nutzen, dass wir die Zahlen nehmen, die am Ende für uns der Maßstab sind. Wir haben, meine Damen und Herren, die Wahrung regionaler Besonderheiten immer großgeschrieben. Die Frage historisch, politisch, kulturelle und wirtschaftliche Zusammenhänge spielten für die Frage der Wahlkreise und der Zusammensetzung der Wahlkreise eine große Rolle. Wir haben die historisch verwurzelten Verwaltungsgrenzen, das ist hier schon angesprochen worden, auch immer in einer besonderen Form wertgeschätzt, dass wir die politischen Grenzen der Landkreise berücksichtigen und natürlich auch, dass wir die Wahlkreise in ihrer räumlichen Kontinuität weiterhaben. Und es gibt einen Punkt, den wir zu beachten haben, der mal völlig unabhängig ist von der Frage, wie viele Wählerinnen und Wähler in dem einzelnen Wahlkreis wahlberechtigt sind oder nach dem Statistischen Landesamt da sind. Wir müssen auch irgendwie dafür Sorge tragen, dass wir trotz der unterschiedlichen Bevölkerungsdichte noch Wahlkreise haben, die am Ende sozusagen bearbeitbar sind durch Abgeordnete. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch in den bevölkerungsschwächeren Bereichen noch eine parlamentarische Vertretung haben. Auch das ist mit zu berücksichtigen. Auch das wollen wir hier mit dem Gesetzentwurf entsprechend abbilden. Meine Damen und Herren, es gibt hier keine absolute Wahrheit. Ich glaube, das, was hier dargestellt worden ist an juristischen Hinweisen zum Thema Wahlrecht, Wahlkreiseinteilung, ist ja zu großen Teilen korrekt gewesen. Wir haben die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die ist korrekt, bezieht sich aber im Wesentlichen oder bezieht sich nicht unmittelbar auf unser Landtagswahlrecht. Wir haben ein Bundeswahlgesetz. Da gibt es diese Orientierungsgröße von 25% Abweichung. Ja, das ist wahr. Aber wir haben in unserem Landeswahlgesetz keine eigene Einteilung. Wir haben in unserem eigenen Landeswahlgesetz eben keine harte, trennscharfe Grenze, bei der wir eine Veränderung der Wahlkreise vornehmen müssen. Deswegen ist, sage ich von mir aus, das eine genauso vertretbar, wie das andere vertretbar ist. Nur, wir haben die Situation nunmehr, dass wir uns hier in unserem Kreise schon nicht einig darüber waren, ob wir etwas ändern müssen oder ob wir nichts ändern müssen. Und meine Damen und Herren, dafür habe ich dann großes Verständnis, dass die Koalitionsfraktionen dann sagen, wenn wir uns hier in unserem Kreise der Abgeordneten, um die es eigentlich geht, nicht einig darüber sind, ob die verfassungsrechtliche oder ob der Rahmen sozusagen korrekt ist und ob wir in Anführungsstrichen riskieren können, dass wir in eine Wahl gehen, die möglicherweise nicht an den rechtlichen Rahmen sozusagen im rechtlichen Rahmen hält, dann müssen wir, finde ich, hier gemeinsam uns nicht irgendwelche Vorhaltungen machen, sondern müssen wir zusehen, wie wir dann den Rahmen so fassen, dass am Ende alle Kolleginnen und Kollegen, die schon einmal hier sitzen, dann einig darüber sind, dass das ein verfassungsrechtlich korrekter Rahmen ist. So. Deswegen ist es, glaube ich, klug, dass wir versuchen, im weiteren Verfahren möglichst im Einvernehmen
das Landeswahlgesetz hier entsprechend zu ändern. Wir müssen diesen Schwellenwert oder wir werden diesen Schwellenwert von 25% Abweichung werden wir im Blick halten. Der Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen hier vorgelegt haben, haben genau das, ich sage mal, mathematisch korrekt auch entsprechend abgebildet. Es gibt hier einen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, völlig unzweifelhaft. Wir haben keine eigene Regelung im Landeswahlgesetz. Gleichwohl kann ich nachvollziehen, dass wir in den 8 Wahlkreisen, die hier angesprochen sind, wo es eine entsprechende Abweichung von mehr als 25% gibt, dass wir hier eine Änderung herbeiführen. Wir werden uns im weiteren Verfahren jetzt in der Anhörung uns dann anschauen, wie die Vorlage sozusagen, wie die rein mathematische oder rein rechnerische Veränderung sozusagen dann hält. Ich denke, dass es klug ist, zu versuchen, oder es ist das Bemühen wert, dass wir versuchen, hier als Abgeordnete möglichst die Basis für die Wahl unseres nächsten Landtages hier weitestgehend einvernehmlich hinzubekommen. Dafür möchte ich zumindest werben. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Den letzten Worten des verehrten Herrn Innenministers entnehme ich, dass wir natürlich – und ich unterstelle mal, das ist ernst gemeint – dass wir im Innenausschuss tatsächlich beraten, wie kriegen wir ein rechtssicheres Landtagswahlgesetz hin. Ich meine, die FDP hat ja schon Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten nominiert. Man hat am 18. November den Landesparteitag. Also, dann hätte man ja auch abwarten können, ob das Gesetz verfassungskonform ist und in Ihrem Sinne geändert wird. Das wissen Sie ja gar nicht, Herr Rock. Das ist aber jetzt nur eine leicht polemische Bemerkung. Aber Sie, ne? Also das lassen wir jetzt einmal an der Stelle. Es kann ja nicht sein, Herr Innenminister, dass Sie sagen, zu Recht, in Hessen gibt es keine Normierung, wie viel Prozent Abweichungen zulässig sind. Das wird man wahrscheinlich regeln müssen in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Ja, weil das ist eine ältere Regelung. Schauen Sie sich bitte die Rechtsprechung Hessischer Staatsgerichtshof 14.06.2006 an. Da wird explizit Bezug genommen, dass man nicht die Rechtsprechung Bundesverfassungsgericht 1:1 auf Hessen anwenden kann. Und wir würden gern von Ihnen einmal wissen, wie Sie zu den Zahlen kommen. Wenn wir heute am 28. September 2017 die Zahlen und natürlich die Oberschlauen von den Grünen, die gibt es ja den einen oder anderen, oder er meint, dass er Oberschlau ist. Natürlich gibt es im Bundeswahlgesetz eine kleine Abweichung. Derjenige, der die Wahlberechtigung hat und im Ausland lebt, ist wahlberechtigt. Das sieht das Hessische Landtagswahlgesetz nicht vor. Aber das ist eher zu vernachlässigen von der Anzahl her. Wir verstehen immer noch nicht, Herr Innenminister, warum es nicht möglich ist, aktuelle Zahlen zu bekommen. Aktuelle Zahlen, die zumindest jetzt näher an der Realität sind als Zahlen als 2015. Weil da sind Sie doch angreifbar. Also das, was die FDP sagt, wenn Sie sagen doch zu Recht, wir haben in Frankfurt Wahlkreise, da ist die Abweichung 24,8%. Und Frankfurt hat eine Entwicklung, weil nicht die Einwohnerzahl maßgeblich ist, wer wahlberechtigt ist, sondern die Wahlberechtigten. Das ist übrigens durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eindeutig entschieden. Und ich bin Ihnen für den Hinweis dankbar, wie berücksichtigen wir die Fläche. Sie werden in Frankfurt dann die Diskussion haben, wie berücksichtigen die Personen, die nicht wahlberechtigt sind, aber Einwohner sind. Weil das ist eine ganz spannende Diskussion, aber eigentlich abschließend durch das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und deswegen ist die Frage, wie schneide ich Wahlkreise zusammen, die nicht den Geruch haben, dass das parteipolitisch ist. Sie haben mir zu Helsa noch nichts sagen können, warum Sie das machen. Sie haben mir zu Alterfeld noch nichts sagen können. Sie haben mir zu Großrohrheim noch nichts sagen können. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Bauer, haben wir uns schon thematisch damit auseinandergesetzt. Und deswegen ist hier geht es nicht um Hochburgen. Herr Kollege Schmidt, ich rufe Sie zur Ordnung. Es ist Ihr Kollege, der Herr Kollege Schmidt. Herr Kollege Rudolph. Hier geht es nicht, Herr Bauer, und dann haben Sie tatsächlich das Problem nicht verstanden. Hier geht es nicht um irgendwelche Hochburgen, weil wir haben am Sonntag bei Wahlen erlebt, dass möglicherweise Wahlergebnisse herauskommen, wo wir alle betroffen sind. Und deswegen wollen wir, Sie schreiben doch in Ihren Erläuterungen, nicht Sie,
Der Innenminister hat ja einen Spagat zu machen. Eigentlich sagt er, wir müssen eine umfassende Wahlkreisreform machen. Das sehe ich, das teilen wir. Und jetzt ist aus politischen Gründen, weil die FDP so viel Druck macht, wundert mich, dass die FDP, aber vielleicht waren das auch schon Vorboten auf die schwarze Ampel oder Ähnliches, weiß ich jetzt nicht, ist mir aber auch egal. Jedenfalls geht es darum, die Wahlkreise so einzuteilen, dass das nachvollziehbar ist. Und das ist der Vorwurf, Herr Innenminister, den wir Ihnen machen. Sie haben einen Gestaltungsspielraum, Sie nutzen ihn aber nur in eine Richtung. Das ist der entscheidende Punkt. Sie nutzen ihn links, Sie könnten auch rechts sagen. Und das werfen wir Ihnen an der Stelle vor. So, und jetzt wollen wir Rechtssicherheit. Ja, aber die werden Sie durch dieses Gesetz nicht erlangen. Weil es könnte auch Wählerinnen und Wähler oder Gruppierungen geben, die sagen, genau diese Regelung, dass eben die Abweichungen jetzt schon über 25% liegen, bereiten uns ein Problem. Das ist Frankfurt, das ist Wiesbaden, das sind die einwohnerstarken Landkreise Main-Kinzig und Bergstraße. Main-Kinzig müsste einen Wahlkreis mehr bekommen, Bergstraße möglicherweise ein, Frankfurt ein bis zwei sogar weniger. Zurzeit gibt es 6 Landtagswahlkreise in Frankfurt und die Anzahl der Wahlberechtigten liegt in Frankfurt bei 400.000. Herr Bauer, Sie müssen sich die Zahlen mal anschauen und nicht einfach einen Gesetzentwurf einbringen, Frau Dorn, und dann so erzählen, als wenn sie gezwungen wären. Und deswegen sage ich noch einmal, ja, wenn die parlamentarischen Beratungen ernst gemeint sind, dann sollten wir in einen Diskurs treten, dass alle Fraktionen ein Interesse haben, dass diese Wahl rechtsfrei stattfinden kann. Aber das kann nicht nur nach den Spielregeln von Schwarz-Grün sein, sonst wären Sie der Bestimmer. Und das wollen Sie bei dem Thema, glaube ich, objektiv nicht sein. Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die erste Lesung vollzogen. Und wir weisen das in den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen? Ich rufe auf den Nein, ich bitte um eine kurze, langsame Unterbrechung. Deswegen, weil ich Frau Kollegin Wissmann verabschieden will. Bei der langen Tagesordnung wissen wir nicht, ob das Mitternachtsparty wird oder jetzt Party wird. Wir haben schon verabschiedet den Herrn Kremlitz. Wir haben verabschiedet den Herrn Jung, wir haben verabschiedet den Herrn, nein, der Herr Jung ist nicht da, der Irmer ist nicht da, die VfB haben wir verabschiedet, den Herrn Dreisattel haben wir zu verabschieden, lieber Herr Staatssekretär. Aber jetzt die Bettina Wiesmann. Liebe Frau Wiesmann, herzlichen Glückwunsch zur Wahl im Deutschen Bundestag. Und in der Politik begegnet man sich dort nicht nur zweimal, sondern 10, 15, 20 Mal. Sie sind Berlinerin, in Frankfurt wohnend, wieder nach Berlin gehend, mitzuregieren oder mitzuopponieren. Mal schauen, wie es ausgeht. Alles Gute für Sie. Und damit Sie wissen, wie in Hessen die Uhren schlagen, habe ich Ihnen die Landtagsuhr mitgebracht zu Ihrer eigenen Verwendung. Alles Gute für Sie. Danke schön. So viel Zeit muss sein. Ach so, ja, alles klar. So, vielen Dank für die Bereitschaft, das zu machen. Wie heißt das? Wallmann. Wallmann heißt das, aha.